Hey, die hohe Zockergenossen, hier ist Jack von Jack in the Game, weil er gesagt hat, mit Mind Path to Telemus. So, wenn wir weiter aufgehört haben und sind in dieser komischen Kristalleis. Eishülle? Was zum Teufel ist das? Ist ohne Scheiß, ich hab grad echt Angst. Licht. Okay. Wo dann jetzt? Gehört. Ja? Oder? Ich meine, es ist nicht mehr so laut. Es ist ein distanziertes Klopfen. Seeing her again, her face, her hair. It was a comforting memory. I was a lucky dad compared to my father. Oh, yes. Clever girl. Sophia had shielded herself in a closet. It tumbled over and she got trapped. Somehow that had been enough to save her from the ire of the tornado. But I wouldn't know that until many years later. Dark. Wenn wir unter einer Eisschicht jetzt. Ah, das hat die Nacht verursacht. Okay. Und nebenbei hört man noch so ein komisches Geflüster, was mir gerade teils Sorge macht. Aber okay. Müsste doch eigentlich ist der Weg hier. Ah. You make a decision and you suffer the consequences. My father had chosen to leave my sister and I alone in that park while he went on with his experiments deep into the rainforest, safe from harm. I had chosen to not take hold of Sophia's hand and saved myself instead. I was afraid. I was in shock. But none of that justifies what I did, or what I didn't dare to do. That choice had haunted me from that day to the day I did the same thing to my own daughter. Gut, okay, cool bleiben. Cool bleiben, Jack, ich hab ne Idee. Okay, jetzt ist keine Idee. My father identified the body. Call me morbid, but I feel that people need to see a corpse, or else they will cling to a false sense of hope. I didn't see her corpse, so I clung to that false sense of hope. While the concept of death didn't escape me, I was still a child full of fanciful notions. Maybe if I wished really, really hard. Or maybe if my father was wrong, and the body hadn't been Sophia's. But no. What I truly believed for so long was that he was lying to me about it. That she was alive somehow, and my own father had taken her away from me. I did confront him with that, loudly and often. I saw nothing but his anger. Die Theorie, die er gerade hat, könnte tatsächlich auch möglich sein, dass der Vater sie doch gefunden hat, aber er selbst ein schlechter Vater war? Nein, Quatsch. Oder? Ich kapier's nicht, wie ich da durchkommen soll jetzt.
Ah, ich glaube, ich hab's gelöst jetzt. Ja, ich hab's gelöst. Und der liebe Shamer wird sich garantiert jetzt denken, wenn er falls das Video sieht, Jack, du sagst schon mir dieses Jetze. Jetze gibt's nicht, aber Mensch, ich bin Berliner. Ich darf das. Ey, ich bin da oben. Okay. Dann halt einen Plan B, Jack. Könnte auch nicht jede Schicht oder jedes Gebiet irgendwie eine Art andere Phase dieser Emotion sein? Ich meine, möglich ist es doch, oder? Das heißt jetzt, die eiskalte Wahrheit ist zum Beispiel. Mit der Wald der Dickicht des Zweifels. Das Wasser der Klarheit. Ist das, was ich meine? Ready to fight. Oh. Warum sagt er ready to fight? Mit der Errungenschaft. Was ist das? Was zum Teufel? Oh. Okay, gut, kapiert. Kapiert, kapiert, kapiert. Okay, cool bleiben. Wo ist es? Shit! Sehr böses Gefühl, wenn ich das darüber gehe, aber okay. Fuck! Boah! Verdammt, war das knapp! Da hinten ist es! Ich hab's gleich! Es muss hier sein. Oh, das wird so knapp. Das wird so knapp. Was ist das denn für ein Vieh? Ist das ein Thalamus? Ach, da vorne ist es. Schon! Oh, verdammt! Das ist noch zu weit entfernt, glaube ich, oder? Da ist es! Verdammt! Yeah, du Mistvieh! Komm, hol mich! Ausgang.
ernsthaft? Wow! Das ist er? Und zwar auf die Stacheln am besten. Verdammt. Oh nein. Nein! Das ist ein Bosskampf, ey. Ich liebe den schon jetzt. Okay, gut kapiert. Ich muss seine Schritte so locken, dass er in die Stachel tritt. Renn in den Stachel, du bist Vieh! Okay. Das ist echt eine Bitch gerade. Oder muss ich in seine Richtung? Ich verstehe es doch nicht so ganz. Aber ich muss alle drei Kugeln kaputt machen. Das wird sein. Alle drei Kugeln zerstören. Lauf. Fuck. Das ist ein Bossfight, den ich noch nie erlebt. Das ist wow. Machen wir es mal anders. So an sich den linken Fuß nicht schräg stellen. Das heißt, wenn er jetzt einen Schritt gemacht hat, so.
Dauersterben hier. Wollen wir da einfach mal ein Blatt Papier holen für das uns? Theorie wäre gewesen, nämlich, ob, dass diese Kugeln vielleicht als Ablenkung dienen. Ich komme darauf nicht klar. Hier liegt mal ein Riesen, der eine hundertprozentige Hitchance hat. Kein Gebiet, wo ich die Kugel absetzen kann.
Leute, ich gebe es erstmal auf. Ich sehe, den nächsten Part habe ich garantiert, glaube ich, irgendwie mehr Motivation, irgendwas rauszufinden gegen den. Also, bis zum nächsten Part. Euer Jack.